Die Westmächte haben bei ihrem Militäreinsatz gegen Libyen nach Darstellung der Regierung in Tripolis auch einen Komplex mit Privaträumen von Staatschef Gaddafi angegriffen. Auf dem Gelände sind auch Kasernen und Luftabwehrbatterien untergebracht. Regierungssprecher Ibrahim sprach von einem barbarischen Angriff und zeigte Splitter, die nach seinen Angaben von einer Rakete stammen. This is in contradiction to what the Americans and other Western. Der Raketenangriff widerspricht Zusagen der USA und anderer westlicher Regierungen, die sich an den Angriffen beteiligen. Sie haben gesagt, es sei keine Priorität für sie, dieses Gelände anzugreifen. Sie wissen durch die Medien doch, dass hier Hunderte von Zivilisten sind, als lebendes Schutzschild. Die alliierten Streitkräfte hatten in der Nacht zum Montag die zweite Welle von Luftangriffen auf das nordafrikanische Land gestartet. Am Samstag hatten die Verbündeten mit massiven Luftangriffen auf Libyen begonnen. Sie unterstützten damit erstmals einen Aufstand in der arabischen Welt. Die US-Streitkräfte werteten die erste Welle als Erfolg. Seit Beginn des Einsatzes amerikanischer, französischer und britischer Kräfte sei die libysche Luftüberwachung deutlich geschwächt worden, sagte Vizeadmiral Gordney am Sonntag. Einen neuen von Libyen ausgerufenen Waffenstillstand erkannten die USA nicht an. Sie wollten die UN-Resolution für eine Flugverbotszone weiter umsetzen. Ob sich auch die NATO an dem Einsatz beteiligen wird, ist weiter unklar.